Einen schönen guten Abend von meiner Seite aus, beziehungsweise auch im Namen der JUK Bremen Oldenburg zu unserem ersten Online-Meetup. Wir Leute hier sind schon ein bisschen nervös. Ja, also die JUK Bremen Oldenburg ist ja für die Leute, die sonst nicht dabei sind, wird moderiert und organisiert von Rabea, vom Dennis, vom Stefan und von mir. Gerne hätte ich euch jetzt in den heiligen Hallen der Open Knowledge, also wo ich tagsüber arbeite, ja, begrüßt. Den Umständen entsprechend machen wir das hier online und sind eigentlich ganz froh, dass wir das jetzt hier auch so online durch oder anbieten können. Haben dazu auf Infrastruktur von der Cyberland zurückgreifen können. Dem einen oder anderen ist es vielleicht bekannt, wer letzte Woche die Konferenz mitverfolgt hat. Das ist jetzt auch einfach mal ein bisschen Test, um zu schauen, ja, mal schauen, wie lange wir da das noch in der Variante machen müssen. Aber wir lernen ja auch eine ganze Menge in dieser Zeit, was wir dann auch machen können. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt übrig, nur Torben zu begrüßen. Torben ist bei uns bei der Open Knowledge Enterprise-Entwickler und beschäftigt sich mit vielen Themen. Ein interessantes Thema hat er jetzt heute auf jeden Fall mitgebracht zu Metaprogramming oder was das alles mit Hase und Igel zu tun hat. In der Ankündigung stand sogar auch noch was von den Donuts. Wer jetzt nur wegen der Donuts hier ist, dem muss ich leider sagen, schade eigentlich. Ja. Das wäre was gewesen beim richtigen Treffen. Hier müssen wir nachher auf Alternativformen umsteigen. Okay? Denn würde ich sagen, Torben, ich schalte mich in den Hintergrund und the stage is yours. Jawohl, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich aufgetreten seid zu meinem Talk. Ich werde jetzt direkt loslegen mit dem Hasen und dem Igel oder auch eben technische Gründe für schlechte Entwicklungsperformance. Es gibt einen Work-in-Progress-Titel, den ich gerne einmal vorher erschlagen würde, aus dem ganz einfachen Grund, weil er ganz viel erzählt darüber, was in diesem Talk vorkommt, worum es geht. Was wir heute besser machen können im Entwurf von nachhaltigen, erweiterbaren und wiederverwendbaren APIs mit Hilfe von Annotation Processing im Gegensatz zum aktuellen Standard der Industrie. Puh. In diesem Talk geht es also in irgendeiner Art und Weise um den Entwurf von APIs. Und es geht um irgendetwas mit Annotation Processing und auch hier irgendwas, was wir aktuell machen, was wir anders machen können. Das Ganze ist jetzt ein bisschen schwammig, das ist mehr oder weniger Absicht, aber trotzdem würde ich ganz gerne vorher noch ein wenig darauf eingehen, worum es am Ende geht, weil ansonsten dauert es zu lange, bis das Ganze auf den Punkt kommt. Und das ist effektiv der Talk, der auf der linken Seite mit einem QR-Code versehen ist. Das ist Jake Whartons Talk zu Dagger 2. Er erzählt das zwar nicht explizit, aber implizit. Und implizit redet er über, was ist das aktuelle Problem von diesem Problem, von Frameworks, die heute umgesetzt werden, was war deren Problem bei Juice. Also wer sich das antun kann, auch mal vorher eine halbe Stunde über Dependency Injection was erzählt zu bekommen, das ist ein super Talk, was das angeht. Prinzipiell, das Problem ist, wenn wir mit großen monolithischen Applikationen mal gearbeitet haben und wir starten diese Applikation, dann kann das sehr schnell dahin ausarten, dass wir auf den kleinen grünen Pfeil drücken und zur Kaffeemaschine gehen, mit dem Kollegen über das letzte Wochenende reden, wiederkommen und die Applikation noch immer nicht gestartet ist. Und das ist tatsächlich ein Symptom von dem, was wir aktuell verwenden und wie es aktuell aufgebaut wird. Bevor wir jetzt genau darauf kommen, was das aktuelle Problem ist, einmal der kurze Ablauf. Wir fangen heute an mit, was ist Metaprogrammierung? Wir müssen vorab leider ein kleines bisschen Theorie machen und gehen dann direkt über in, wie sieht das praktisch aus? Also ich will euch nicht mit Theorie langweilen, deswegen gehen wir schnell über in Praxis und gucken uns dann sowohl den Hasen als auch den Igel an und wie die beiden ihre eigenen Quirks haben. Und dann gucken wir uns mal an, wer von den beiden ist denn eigentlich zuerst im Ziel? Und ganz zum Schluss gucken wir uns an, was Quarkus damit zu tun hat und warum es wert ist, darüber zu reden. Okay, fangen wir an mit Theorie. Und jedes Mal, wenn ihr so eine Folie seht, wie ihr sie gerade seht, und ich hoffe, man sieht sie, also eine mit so einem Dreieck unten rechts in der Ecke, werde ich einmal auf die Fragen gucken, eine Minute oder eine halbe Minute gucken, ob es irgendwelche Fragen gibt zum letzten Abschnitt und dann gegebenenfalls die Fragen beantworten.
Okay, auf geht's in den Theoriebereich. Metaprogrammierung grundlegend. Was ist Metaprogrammierung? Metaprogrammierung gibt es zwei große Aussagen, was es ist. Die erste ist sehr sowohl zu fest als auch zu schwammig. Das ist Metaprogrammierung, ist die Programmierung der Programmierung. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann, ja, okay, wo sind die Grenzen? Wo fängt das eigentlich an? Und zählt das auch noch dazu? Man kann sehr, sehr lange darüber nachdenken. Die Aussage ist nicht falsch, aber sie ist unglaublich schwammig. Dafür gibt es eine bessere, eine akademischere Definition, und das ist, dass Metaprogrammierung der Entwurf von Programmen ist, die andere Programme als Daten behandeln. Und dann wird das Ganze ein bisschen klarer. Was können wir mit Daten machen? Ja, wir können sie analysieren, wir können sie manipulieren, wir können sie erzeugen, wir können sie löschen. Cool. Und das Gleiche können wir bei Metaprogrammierung mit Code machen. Wir können Code schreiben, der neuen Code erstellt oder Code, der bestehenden Code verändert oder Code, der sich anders verhält, wenn, je nachdem, wie unser Code sich verhält. Das alles können wir mit Metaprogrammierung machen, aber ich habe ja gesagt, akademischeren Definitionen. Und nach akademischen Definitionen kann man immer noch so ein bisschen mehr machen. Das sind Klassifikationen. Die müssen wir vorher auch einmal kurz erschlagen. Angefangen mit, was ist ein Metaprogramm und ein Objektprogramm? Das Metaprogramm ist das, was unsere Metaprogrammierung durchführt. Und das Objektprogramm ist quasi unser Datensatz, also das Ziel der Metaprogrammierung. Kann entweder bestehender Code sein oder neuer Code, den wir erzeugen. Und die Grundidee ist halt, dass unser Metaprogramm das Objektprogramm in irgendeiner Art und Weise bearbeitet. Cool. Mit diesen beiden Spielern können wir jetzt drei Klassifikationen vornehmen, von denen wir tatsächlich am Ende nur einen brauchen werden. Aber dann habt ihr sie alle dreimal gehört. Das erste ist homogen und heterogen. Wenn wir ein homogenes Metaprogramm schreiben, dann schreiben wir ein Metaprogramm, das in der gleichen Sprache geschrieben ist wie das Objektprogramm. Heißt zum Beispiel, wir haben Java-Code, der Java-Code untersucht oder Java-Code erzeugt. Versus heterogenes ein Programm dann, wenn es eine andere Programmiersprache erzeugt. Zum Beispiel ein PHP-Programm, was JavaScript-Code erzeugt. Foreshadowing. Weiter können wir klassifizieren das in mehrstufig und einstufig. Das ist relativ simpel. Naja, wenn unser Objektprogramm selbst wieder ein Metaprogramm ist, dann ist es eine mehrstufige Metaprogrammierung, ansonsten einstufig. Da wir diese beiden Definitionen jetzt haben, könnt ihr die wieder vergessen. Es geht um nichts anderes in diesem Talk oder um grundlegend in diesem Talk um statisch und dynamisch. Für gewöhnlich mache ich an dieser Stelle immer einen wissenschaftlich absolut akkuraten Test, und zwar, dass sich Leute Hände heben, was sie lieber machen würden. Wenn sie die Begriffe sehen, es gibt statische Metaprogrammierung und es gibt dynamische Metaprogrammierung, mit welchen würdet ihr euch lieber beschäftigen? Ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwie umsetzen können, aber ich vermute eher nicht. Deswegen sage ich euch, was da meistens bei rumkommt. Keiner meldet sich bei statisch. Das ist prinzipiell aber auch nicht schlecht. Wir Entwickler kriegen tagtäglich damit zu tun, dass statisch schlecht ist. Statischen Code wollen wir nicht. Statisch ist irgendwie doof. Dynamisch ist besser. Code, der auf alle Änderungen reagiert, indem wir leicht debuggen können. Das ist cool. Aber in dem Kontext von Metaprogrammierung beschäftigt sich statisch und dynamisch nur damit, wann das durchgeführt wird. Führen wir die Metaprogrammierung zur Compile-Time durch oder erst zur Runtime? Das ist die ganze Theorie. Ich will euch nicht weiter mit Theorie langweilen und würde direkt einmal in ein praktisches Beispiel springen und guck mal einmal kurz in die Fragen rein, ob irgendwelche Fragen veröffentlicht sind. Nein, es sind keine Fragen veröffentlicht. Damit werde ich jetzt direkt weitermachen. Wie sieht Metaprogrammierung in der Praxis aus? Und an dieser Stelle muss ich sagen, alle herzschwachen Menschen, haltet eure Medikamente bereit und Eltern, haltet eure Kinder die Augen zu, denn es folgt jetzt PHP-Code. Und ich weiß, PHP hat die letzten 20 Jahre nicht so gut überstanden, aber wir werden die nächste Minute gut überstehen. Also alle, die nicht hingucken wollen, 3, 2, 1. Ja, das ist ein bisschen antiklimatisch. Für alle, die das gerade nicht so ganz verstehen, das hier oben ist eine Anweisung für den Interpreter oder für den Webserver zu sagen, hey, Achtung, es folgt jetzt PHP-Code. Und das hier, der Echo-Befehl, gibt das aus, was in Anführungszeichen steht, an das DOM, was an den Response gehangen wird. Heißt, in diesem Fall haben wir ein PHP-Programm geschrieben, was ein Script-Tag an das DOM zurückführt, in dem Alert drin steht. Und das ist jetzt ein PHP-Programm, was JavaScript-Code erzeugt. Ne? Also ein heterogenes Metaprogramm. Es gibt zwei Sachen, die mir sehr häufig zu diesem Codebeispiel gesagt werden. Die erste Sache ist, dir fehlt ein Closing Tag. Das kann ich direkt erschlagen. Nein, ein End of File gilt im PHP auch als Closing Tag. Aber das zweite ist,
Wieso hast du da ein Echo drin stehen? Das bräuchtest du doch gar nicht. Du könntest auch einfach Skript da stehen lassen. Und das ist richtig. In PHP ist das ein unglaublich einfaches Beispiel. Wir können einfach einen PHP-Code erzeugen, der im Prinzip nichts anderes macht, als ein String drin hat, den wir irgendwo anders auch schon haben. Und so erzeugen wir ein anderes Programm. In Java geht das leider nicht ganz so einfach. In Java nutzen wir häufig etwas, das sich Metadaten nennt. Also auf gut Deutsch Annotation. Es gibt sehr exotische Frameworks, die anstatt von Annotationen auch Kommentare nehmen. Aber die würde ich in diesem Kontext hier nicht betrachten. Mit unseren Metadaten, also unseren Annotationen, können wir so Methoden verbessern, in Anführungszeichen. Wir können das an Parameter hinzufügen, wir können es an Klassen hinzufügen, an Felder hinzufügen. Und dann passiert magischer Fu im Hintergrund und ganz viele tolle Sachen passieren. Diese Annotationen an sich sind aber erstmal nichts anderes als ein schöneres Kommentar, als ein tatsächlichen Code, ein gepflegtes Kommentar. Wenn wir uns bestehende Frameworks angucken, sowas wie zum Beispiel Java X, was ja Annotationen bereitstellt für sowas wie Persistierung, Dependency Injection, und wir fügen das einfach mal zum Classpath hinzu, dann sehen wir erstmal, dass nichts passiert. Selbst wenn wir add inject an eine Klasse schreiben, passiert da nichts. Wir brauchen irgendetwas, irgendeine Art Blackbox, die diese Metadaten nimmt und auf Basis von diesen Metadaten tatsächlich Magie macht. Und das zum Beispiel, berühmte Frameworks dafür sind sowas wie Spring oder Hibernate und auch Juice und Dagger. Und das hat einen Grund, dass ich hier bereits zum zweiten Mal auf Sachen von Google eingehe, aber das wird sicherlich im Verlauf des Talks noch klar werden. Okay, wir haben jetzt unsere Metadaten. Wie gehen die Frameworks jetzt damit um und machen aus diesen Metadaten diese unglaublich coole Magie, die wir häufig benutzen? Und damit kommen wir zum Hasen oder zu dem ersten Teil, also zum ersten großen Block mit dynamischer Metaprogrammierung und weg von der Theorie. Ich gucke noch mal einmal nach den Fragen, ob wir irgendwelche veröffentlichten Fragen haben. Nein, wir haben keine veröffentlichten Fragen. Dann mache ich direkt weiter. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ja. Okay, der Hase oder dynamische Metaprogrammierung. Wie machen wir dynamische Metaprogrammierung und nochmal in die Erinnerung gerufen, dynamisch bedeutet zur Laufzeit in Java. Das machen wir relativ simpel, indem wir Reflections nutzen. Und relativ simpel ist hier relativ. Im Grundlegenden sieht das Ganze so aus, wir haben irgendeine Klasse oder irgendeine Methode oder ein Interface oder ein Attribut, ein Feld, was auch immer, was wir mit einer Annotation versehen, dann wird dieses Element oder das Element geboxt in einer Klasse an irgendeine Blackbox gegeben, die macht einen ganzen Haufen Magie und damit haben wir Metaprogrammierung durchgeführt. Das Ganze fängt an natürlich, um das jetzt mal auf ein konkretes Beispiel zu bringen, mit unserer Annotation. Unsere Annotation, ich habe hier eine Something-Annotation genommen, ein simples Beispiel. Die wird zur Runtime verfügbar sein. Wir setzen sie an Methoden und das Ziel ist es, dass was auch immer in der Value von dieser Annotation steht, ausgegeben wird, bevor die annotierte Methode ausgeführt wird. Heißt, es wird Hello World ausgegeben, bevor wir unsere Methode aufrufen. Nun annotieren wir unser Element, unsere Methode Test und unsere Methode Test gibt aus It's me. Also, ist unser Ziel, dass wenn wir diese Methode ausführen, in der Konsole steht, Hello World, it's me. Das ist erstmal so cool. Wir haben unser geboxtes Element hier in unserem Händler-Test. Und jetzt brauchen wir unsere Blackbox. Und unsere Blackbox habe ich hier Händler genannt. Und unsere Blackbox hat eine Methode, die heißt ExecuteWithMessage. An die übergeben wir das geboxte Element und führen damit diese Methode aus. Cool. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal stark vereinfacht vorstellen, das Beispiel ist natürlich jetzt sehr, sehr runtergebrochen auf ein System out println, was wir auch anders machen könnten, aber wenn wir uns vorstellen, AddTransactional kümmert sich um das Transaktionshandling in einer Hibernate-Session innerhalb einer Methode, dann haben wir vergleichsweise wenig Code geschrieben. In unserer Methode selber steht nur das drin, was in unserer Methode auch passieren soll. Wenn wir uns das ganz abstrakt vorstellen, entwickeln wir so sehr viel schneller als vorher. Logisch, weil der Großteil des Codes für uns erledigt wird. Aber wie diese Annotation jetzt verarbeitet wird, also das heißt, was diese Blackbox mit dem geboxten Element macht, das hängt jetzt von unserer Blackbox ab, rein von der. Und sicherlich haben das viele von euch auch schon mal gesehen, aber auch das gucken wir uns einmal kurz an, wie so eine Blackbox das beispielhaft machen würde.
Sie hätte in diesem Fall unsere Methode execute with message, bekommt ein Object. Das ist wichtig, wir haben hier keinen konkreten Typ, den wir brauchen, irgendein Object. Das heißt, wir wissen auch nicht, welcher Typ da vor uns liegt. Also müssen wir zuallererst einmal Type Introspection nutzen, also in Java die GetClass-Methode aufrufen, um den Typ herauszufinden und können dann alle Methoden durchgehen, die dieser Typ hat. Okay, wir haben jetzt alle Methoden, iterieren über alle Methoden und gucken, hey, ob zwei Bedingungen erfüllt sind. Das ist zum einen, ist die Annotation something an dieser Methode vorhanden und zum anderen hat es keine Parameter. Ich habe mich hier dazu entschieden, eine Illegal Argument Exception zu werfen, aber man kann auch genauso gut eine Verundung machen oder sowas. Und wenn wir jetzt in dieser if-Methode drin sind und keine Illegal Argument Exception geworfen wurde, dann haben wir mit Sicherheit eine Methode, die wir verarbeiten wollen. Und dann machen wir das Folgende. Hey, wir sagen, hey, liebe Methode, gib mir doch mal die Something-Annotation, die an dir hängt, kriegen diese Annotation, machen System.out.println auf diese Annotation, also auf die Value von der Annotation. Das heißt, in der Konsole steht jetzt Hello World. Dann machen wir quasi hier die Methoden, das Methoden ausführen, was wir in diesem Fall ziemlich hässlich machen und sagen halt, okay, jetzt kommt in die Konsole It's me. Wir haben unser Metaprogramm geschrieben. Bitte behaltet im Hinterkopf, das, was ich hier geschrieben habe, ist ziemlich dreckig. Das ist, es gibt viele Sachen, die man hier anders machen würde. Zum Beispiel setAccessible ist relativ deprecated. Man sollte es auch wieder zurücksetzen auf den Ursprungswert. Auch Klassen können Methoden, können Objekte sein und so weiter und so fort. Das ist nur ein einfaches Beispiel. Nun, zusammengefasst, wir geben unser Objekt an diese Blackbox. Sie liest alle Methoden aus dem Typ, den es sich dynamisch holt. Und wenn eine Methode eine Annotation hat, dann gucken wir, dass es keine Attribute hat. Und wenn es keine Attribute hat, dann geben wir das aus, was in der Annotation drinsteht, und führen eine Methode aus. Also relativ simpel. Oben steht etwas in Klammern. Finde alle annotierten Klassen. Das ist etwas, was wir hier nicht gemacht haben, aber was sehr viele Frameworks auch für einen übernehmen. Bitte im Hinterkopf behalten, das kommt gleich nochmal wieder. Okay. Der eine oder andere könnte sich jetzt die Frage stellen, ist das jetzt Annotation Processing? Und nicht nur, weil das hier auf der Folie steht, nein, auch weil ich das am Anfang einmal in dem kurzen Work-in-Progress-Titel erschlagen habe und es da sogar fett hinterlegt war, dass es irgendwas mit Annotation Processing zu tun hat. Und wir haben jetzt ja was mit Annotation gemacht. Also ist das Annotation Processing? Und die Antwort darauf ist ein ganz klares Jein. Ja, wir haben Annotationen, die wir verarbeiten, also wir processen Annotations, aber nein, wenn wir vom Annotation Processing reden, reden wir von der sogenannten Pluggable Annotation Processing API. Und warum es überhaupt wert ist, sich diese anzugucken und was sie für einen Vorteil bringt, um das zu verstehen, gucken wir uns einmal die Vor- und Nachteile an von unserem Hasen oder besser von den Muskeln von unserem Hasen, von Reflections. Vorteile von Reflections sind ziemlich stark, in Anführungszeichen. Denn sie erlauben uns, dass wir Zugriff auf solche Dinge haben, wie zum Beispiel Private Fields. Wir können add inject an einem Private Field schreiben und es wird trotzdem injected, auch wenn es eher ein Anti-Pattern ist. Das ist ziemlich mächtig. Und ebenso, dass die Informationen nicht zur Compile-Time vorliegen müssen, sondern wir die zur Compile-Time den Typ dynamisch rausziehen können und gucken können, hey, sag mal, gib mir mal alle deine Methoden, ich kenne dich nicht so genau, erzähl mir doch mal was über dich. Aber dieser zweite Punkt ist schon ein halber Nachteil, denn das ist so ein bisschen die Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. In dem Fall, dass Annotation oder dass Informationen nicht zur Compile-Time vorliegen, haben wir nur dann, wenn wir Informationen erzeugen, die nicht zur Compile-Time vorliegen. Also erst zur Runtime-Informationen erzeugen. Und das führt so ein bisschen auch rüber in die Nachteile. Und ich weiß, dass das Design hier gebrochen ist, aber es hat halt nicht alles auf diese Folie gepasst. Die Nachteile von Reflections fangen an bei Performance. Eigentlich kann die JVM eine ganze Menge wegoptimieren. Deswegen wird Java-Code auch immer schneller und schneller, je häufiger man ihn ausführt oder je länger er läuft, besser gesagt. Das kann die Virtual Machine nicht oder eigentlich nicht bei Reflections-basierten Operationen ausführen. Das ist, hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der JIT-Compiler nicht wirklich dazwischengreifen kann. Es gibt auch momentan Ansätze, dass man das ein bisschen besser machen kann und die ersten Ergebnisse, dass es besser funktioniert. Aber für gewöhnlich ging es nicht. Dieser kleine, ausgeklammerte Teil, den ich vorhin gesagt habe, mit finde alle annotierten Klassen, ist eine unglaublich rechenintensive Aufgabe. Warum ist das eine unglaublich rechenintensive Aufgabe? Relativ
einfach unser Classloader, den wir in Java haben, der im Hintergrund alle Klassen lädt, der ist lazy. Das kann man relativ simpel nachstellen, wenn man einfach mal einen Code schreibt, eine Main-Methode haben und eine Klasse, die nirgendwo referenziert wird. Und diese Klasse, die nirgendwo referenziert wird, hat einen Static-Block, in dem einfach ein System of Println mit Hello World gemacht wird. Dieser wird niemals ausgeführt. Stattdessen würde der Classloader erst dann, wenn die Klasse referenziert wird, diese Klasse auch laden. Heißt, Spring zum Beispiel, und ich weiß, ich rede viel über Spring, aber ich meine damit im Allgemeinen Enterprise Java, entschuldigt, wenn ich Spring sage stattdessen, muss am Anfang händisch den Class Path durchiterieren. Das bedeutet, für N Packages mit M Klassen sind das N plus M IO-Operationen, wobei ich hier die Annahme treffe, dass das Auslesen einer Datei eine IO-Operation ist. Das ist verflucht teuer, alleine das hier, um alle Klassen zu finden. Wir haben zusätzlich einen hohen Wartungsaufwand, weil relativ klar, wenn wir diesen Code schreiben, der ist nicht so einfach lesbar, als wenn wir einfach nur direkt einen Code schreiben würden. Also wenn wir eine Methode schreiben, der System.println Hello World und It's Me steht, wäre das wesentlich einfacher zu lesen, als wenn wir da irgendwie eine Blackbox haben und da Sachen reingeben. Das ist relativ schwer in diesem Kontext. Es gibt noch etwas in Java, das nennt sich der Access Controller. Bei jedem Zugriff auf Reflections wird der Access Controller gefragt, sag mal, der Access Controller, hat diese Instanz, die da gerade ausgeführt wird, eigentlich die Rechte, Reflections zu nutzen? Und er guckt dann, ja, nein. In den meisten Applikationen ist dieser Access Controller simpel ausgeschaltet, aus dem einfachen Grund, dass die meisten Applikationen heutzutage gar nicht mehr funktionieren würden. Wenn man sagen würde, hey, Reflections ist so mächtig und das wollen wir vielleicht gar nicht. Aber es könnte natürlich auch ein legitimer Use Case sein, dass zum Beispiel eine Bank beigeht und sagt, wir laden zu irgendeinem Zeitpunkt alle unsere Nutzerdaten in den RAM und wir wollen eigentlich nicht, dass irgendein Code darauf zugreifen kann. Also würden wir unseren Access Controller damit beauftragen, keinen Reflection Code mehr zuzulassen. Wir haben auch ein Fail-Slow-System oder Fail-Slow-Problem. Das ist relativ gemein, denn manchmal glaubt man, okay, man hat alles gemacht, fährt seinen Monolithen hoch, wartet ein wenig und erst kurz nachdem der gesamte Ladezyklus abgeschlossen ist, knallt es. Oder wie es letztens tatsächlich mal passiert ist, nachdem das ganze Ding 2 Tage auf einer Dev-Stage war, hat es erst geknallt. Weil wir sehen es nicht tatsächlich, ob das, was wir da machen, eigentlich konkret ist oder nicht, oder korrekt ist oder nicht, oder ob wir hier irgendeinen Murks verkurbeln oder nicht. Die Typsicherheit, die wir ursprünglich in Java haben, die nehmen wir komplett raus, dadurch, dass wir Reflections nutzen. Und Code ist schwerer zu debuggen. Was meine ich damit? Zum einen wird die Methode nicht direkt aufgerufen. Wir können nicht Steuerung-Klick machen und gucken, wo wird die genutzt. Aber zum anderen auch, jeder, der sich schon mal versucht hat, durch einen Spring-Stack-Trace durchzuwuscheln, der weiß, was ich meine, das ist schwerer zu debuggen. Das Ganze sind jetzt eher technische Gründe, warum das Ganze schlecht ist. Man kann sich auch ein bisschen umgucken nach architektonischen Gründen, warum Reflections Nachteile sind und warum man sie vielleicht nicht nutzen sollte. 2 große Spieler in dem Bereich sind A, Exposure of Internals. Naja, wir gehen bei, wir stellen uns eine Klasse und die Klasse hat ein Feld, das ist private. Warum ist es private? Naja, damit keiner darauf zugreifen kann. Außer Spring, Hibernate, Juice, Dagger. Also warum machen wir dieses Feld private? Wenn es Internals ist, warum sagen wir nicht, hey, nutzt die Klasse? Und klar, ich weiß, dass sowas wie zum Beispiel Jackson oder Spring auch über Setter geht, aber warum müssen wir dann überhaupt ein Private Field mit irgendwelchen Metadaten annotieren? Das, was weiter unten steht, die Illegal Reflective Access Operation, vielleicht ist es nicht allen bekannt, dass die ist mit Java 9 hinzugekommen, aber diese kleine Ausgabe wird sicherlich jeder schon mal in seinem Code gesehen haben, indem man eine Applikation startet und wartet, bis sie hochgefahren ist, taucht irgendwann diese Warnung auf oder diese 5 Warnungen untereinander. Die sind eine direkte Folge aus dem Illegal Reflective Access Operation. In Java 9 mit dem Modulsystem kam hinzu, okay, wir grenzen den Zugriff auf Reflections ein. Jeder ist ein bisschen kompliziert, will ich nicht reingehen, aber im Prinzip kann man sagen, okay, nicht alles Reflections ist immer noch so, wie wir es haben wollen. Wir haben nicht Zugriff auf alle Reflections, sagen wir es mal so, auch wenn der Satz keinen Sinn macht. Aber das kann man in diesem Fall verbessern. Und bevor ich mich jetzt weiter verhaspel, hören wir auf mit diesen ganzen eher technisch orientierten Problemen und gucken uns mal an, was Leute dazu sagen.
Und Leute im Internet sind meistens in diesem Kontext sehr, sagen wir mal, emotional. Natürlich, das ist nicht repräsentativ für alle Leute im Internet, aber es ist schon ein großer Teil an Leuten, die sich über das, wie es aktuell genutzt wird, aufregen. Deswegen stelle ich eine Frage in den Raum allgemein, um auch wieder den Bogen zurückzuschließen zu unserem Annotation Processing und warum wir uns das Ganze hier überhaupt angeguckt haben. Geht das Ganze eigentlich auch ohne Reflections? Und dafür kommen wir jetzt schon auf den Eagle und seine List. Und abermals gucke ich auf die Fragen, ob irgendwelche Fragen gestellt wurden. Nein. Okay. Abermals, wenn ihr Fragen habt, stellt sie ruhig in die Fragensektion. Der Eagle. Mit dem Eagle beschäftigen wir uns jetzt mit statischer Metaprogrammierung. Oder halt, was ich stark verallgemeinert unter dem Punkt Annotation Processing zusammengefasst habe. Annotation Processing in Java meint die sogenannte, was ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, Pluggable Annotation Processing API. Wichtig, wenn ich von dieser Annotation Processing rede, rede ich nicht von dem Annotation Processing Tool, APT, das so unglaublich gut war, dass es mit Java 8 ohne Deprecation aus dem JDK entfernt wurde. Die Annotation Processing API erlaubt es uns tatsächlich, den Compiler zu intercepten. Also zu sagen, hey, Compiler, gib mir doch mal Sachen, die du hast, und für alle Annotationen gib mir doch mal die Sachen, die du gerade bearbeitest, und der Compiler gibt uns alles, was er gerade bearbeitet. Wir können nicht nur Code uns dabei angucken, wir können auch neuen Code generieren, was wir uns gleich kurz zumindest anschauen. Und wenn wir das tun, dann schreiben wir wortwörtlich Code, der Code schreibt. Und an diesem Punkt macht das vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn mit der Definition von Programmierung, Metaprogrammierung ist die Programmierung der Programmierung. Ich hoffe, keiner spielt Buzzword Bingo, weil mit Programmierung hättet ihr jetzt gewonnen. Aber das ist im Prinzip die gesamte, da wo es ein bisschen mehr Sinn macht. Nicht viel Sinn, aber ein bisschen mehr Sinn. Annotation Processing ist allerdings sehr stark gewöhnungsbedürftig. In dem Annotation Processor arbeiten wir tatsächlich in dem Compiler. Heißt, wir arbeiten, bevor die Klassen tatsächlich existieren. Wir arbeiten auf einer AST-Repräsentation, also auf einer Abstract Syntax Tree-Repräsentation von diesen Klassen, oder auf gut Deutsch gesagt, wir arbeiten auf Metadaten von Metadaten. Wir können nicht einfach programmieren, wie wir es vorher gemacht haben, denn dieser Abstract Syntax Tree, der sieht komplett anders aus, als wir es vorher gemacht haben. Die Welt, in der wir programmieren, ist eine komplett andere Welt, quasi eine Vorwelt, wenn man so möchte. Wenn wir zum Beispiel sehen, okay, ein Feld ist private, darauf müsste ich eigentlich Zugriff haben, dann können wir nicht einfach Reflections nutzen und können das irgendwie umsetzen oder so, sondern es ist halt eine AST-Repräsentation. Okay, gucken wir uns mal an, wie wir das machen würden. Und um das anzugucken, wie wir jetzt mit Annotation Processing arbeiten würden, machen wir ein Beispiel für einen Builder-Pattern. Wir wollen, dass eine Annotation geschrieben wird, in diesem Fall hier Instantiation-Builder genannt, die, wenn wir sie an eine Klasse hängen, also an Element-Type, uns einen Builder baut. Okay, dieser Builder können wir optional noch einen Namen geben, aber im Prinzip, wenn wir die an die Klasse toBuild anbauen und an die Klasse toBuild anfügen, und dann in irgendeiner Art und Weise dieser Annotation Processor getriggert wird, dann soll am Ende ein ToBuild-Builder dabei rauskommen, der diese Klasse instanzieren kann. Okay, und dafür erstellen wir uns einen Annotation Processor. Ich habe ihn hier mal CreateBuilderProcessor genannt, lassen von Abstract Processor erben und kriegen dann logischerweise das Set and Type Elements mit der Round Environment übergeben. Ansonsten wird das ja auch keinen Sinn machen. Verarbeiten dann die Annotation klar und geben am Ende natürlich True zurück. Naja, also vielleicht hat der eine oder andere an dieser Stelle ein paar Fragen. Zum Beispiel Abstract Processor. Warum Abstract Processor? Ich dachte, das wäre nur so ein Processor in irgendeiner Art und Weise. Reicht auch ein Interface. Was sind Type Elements? Warum zum Teufel ist dann Round Environment? Wie verarbeite ich denn den Krams? Und warum ein boolscher Wert zurückgeben? Das Ganze hängt so ein bisschen damit zusammen. Die ersten beiden Sachen kann man relativ simpel erschlagen. Der Abstract Processor macht noch mehr Sachen im Hintergrund. Da wir in der Welt vom Compiler hängen, können wir an dieser Stelle auch mit dem Compiler interagieren. Und der Abstract Processor baut uns sowas zusammen wie zum Beispiel ein Message Logger.
Wir können dem Compiler sagen, hey, hier ist ein Fehler aufgetreten in Zeile 14, diese Line sowieso bis XYZ. Die Set- und Type-Elements, das sind alle Annotationen, für die wir registriert sind. Und auf Type-Elements komme ich gleich nochmal mal kurz zu sprechen. Aber die beiden Sachen sind erstmal relativ simpel erschlagen. Die Round-Environment hingegen wird ein bisschen komplizierter, denn das Annotation-Processing ist nicht irgendetwas, was so einmal aufgerufen wird, sondern es wird in Wellen oder in Runden aufgerufen. Am Anfang wird unser Annotation-Processor aufgerufen und kriegt alle Klassen in dieser Round-Environment übergeben. Und wir können dann sagen, hey, liebe Round-Environment, gib mir doch mal alle Sachen für unseren Instantiation-Builder, also alle, die einen Instantiation-Builder übergeben haben, können die dann verarbeiten. Das Process Annotations ist ein Punkt, den ich jetzt hier noch nicht erklären kann. Aber die Round-Environment gibt uns dann alle Klassen. Und dann erzeugen wir natürlich einen Builder. Und den speichern wir. Und dieser Builder wird direkt wieder an den Compiler gegeben. Heißt, der Compiler hat eine neue Klasse vorliegen und okay, die muss jetzt vielleicht auch noch verarbeitet werden und gibt sie in einer zweiten Runde an alle Leute weiter. Dieser kleine boolsche Rückgabewert sagt dem Annotation Processor, oder sagt dem Annotation Processor API, sagt der API, ob wir in dieser Runde alles eingesammelt haben, was wir eingesammelt haben wollen, oder ob wir nochmal aufgerufen werden müssen in dieser Runde. Wobei auch da, ich habe noch nie gesehen, dass jemand in diesem Fall irgendwie false returned. Allerhöchstens mal im Fehlerfall, aber ansonsten wird für gewöhnlich hier true returned. Das Ganze kann man sich so vorstellen, okay, wir haben unsere erste Runde und in dieser ersten Runde kriegen wir alle Klassen, obwohl hier alle stehen müsste und nicht annotierte. Und auf Basis von diesen annotierten, von allen Klassen suchen wir uns hieraus die Instantiation-Bilder haben und bauen Bilder dafür. Und unser Builder kann vielleicht eine Add-Component-Annotation haben oder sagen wir mal eine Add-Bean-Annotation in irgendeiner Art und Weise, die dann von einem anderen Annotation-Processor in der zweiten Runde eingesammelt wird und darauf wird dann in irgendeiner Art und Weise Dependency-Injection vorbereitet. Und so kann das immer weitergehen, bis am Ende eine letzte Runde kommt, in der der die API quasi sagt so, hey, wir sind jetzt fertig. Das ist stark vereinfacht. Und jetzt zu dem Punkt mit den Type Elements und dem Process annotierten Klassen. Wir befinden uns hier in einer Welt, wie ich bereits gesagt habe, mit dem AST. Und das Ganze, auf dem wir arbeiten, ist ein Zwischensnapshot. In dem Compiler befinden wir uns in dem Zyklus, nachdem er die Klassen eingelesen, überführt und in eine Abstract-Tree-Repräsentation gebracht hat, aber noch bevor er den Bytecode schreibt. Und das heißt, die Klassen, die wir hier bauen, sind in irgendeiner Art zwar festen, aber komischen Form, wie auf der rechten Seite. Sie sind nicht in der üblichen Form, okay, wir haben hier irgendeine Klasse und da sind Sachen drin, sondern sie sind in einer Baumstruktur. Und diese Baumstruktur sagt quasi aus, okay, wir haben ein Package-Element auf oberster Ebene und unter diesem Package-Element können ein bis n Type-Elements liegen. In diesem Fall unsere Klasse Foo und keine weiteren Klassen. Die Klasse Foo oder das Type-Element kann allerdings wieder ein Parent sein für und andere Elemente, wie zum Beispiel das Variable-Element für Felder oder Executable-Elements für Methoden und Konstruktoren. Und die können wiederum weitere Parents sein für zum Beispiel Variable Elements, für Übergabeparameter und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass wir hier im Compiler hängen, wir können Reflections nicht klassisch nutzen, aber wir wollen es auch gar nicht. Denn es liegt bereits alles zerlegt vor, genauso wie wir es verarbeiten können. Informationen, mit denen wir Sachen machen können. Kleiner Funfact am Rande, der Grund, dass wir im Compiler hängen, ist der Grund, warum in Annotationen nur Compile-Time-Konstanten liegen dürfen. Ansonsten würde an dieser Stelle hier etwas liegen, was wir gar nicht wissen. Man könnte natürlich beigehen und hier eine Art ESBL aufbauen, sowas wie Springs gemacht hat, und dann damit beigehen und okay, die evaluieren zur Compile-Time, aber grundlegend dürfen da nur Konstanten drinstehen. Deswegen. Das Ganze ist nicht sonderlich normal, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, genau. Ich finde das immer schöner, als Zwiebel darzustellen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat,
dann kann man damit unglaublich coolen Scheiß machen. Man kann beigehen, man kann mehrere Frameworks benutzen. Google Auto zum Beispiel oder Auto Service besser. Das stellt eine Annotation bereit mit einem Annotation Processor, der annotierte Klassen in eine Service-Datei liest. Diese Service-Datei können wir mit einem Service-Loader wieder auslesen, den es schon lange gibt, aber jetzt seit Java 9 wieder prävalent ist. Wir können auch Java Poet nutzen, um Functional-Style-Code-Generierung zu betreiben, was auch richtig elegant ist. Wenn wir das kombinieren, dann können wir zum Compile-Time Klassen richtig elegant erstellen und zur Runtime einfach rausrufen. Wir können auch mehr machen. Wir können Fehler anzeigen und Fehler und Warnungen im Compiler triggern, damit direkt in der IDE anzeigen. Wir können noch auf Generics zugreifen, weil das Ganze noch vor Type Erasure ausgeführt wird. Wir können eigene Klassen generieren und Resources beschreiben und Google hat sogar ein Framework geschrieben, um Auto-Unit-Testing zu betreiben, aber das Ganze ist viel zu viel Input für diesen Vortrag. Und an dieser Stelle zeige ich für gewöhnlich immer ein kleines Live-Beispiel, aber das kann ich heute leider nicht machen. Dafür ist leider die technische Kapazität bei mir persönlich gerade nicht drin. Wenn ihr selber mal sowas ausprobieren wollt und sehen wollt, wie machen die das eigentlich, oder einfach mal rumspielen wollt, kann ich mit dem Annotation Processor eigentlich auch das oder jenes oder hier oder da machen. Ich habe ein Projekt aufgesetzt, in dem genau das Beispiel mit diesem Bilder, also mit dem Instantiation Builder, einfach mal gebaut ist, wo ein Annotation Processor einem ein Bilder baut. Ich warte noch eben kurz, falls sich das noch jemand schnell holen will. 3, 2, 1. Okay. Zusammenfassend können wir das, was in diesem Framework oder was ich in diesem Projekt einmal gezeigt habe, damit, dass wir diese Metadaten, die wir für gewöhnlich erst zur Laufzeit analysiert haben, indem wir dynamisch die Klasse rausgeholt haben und dann in irgendeiner Art und Weise verarbeitet haben, können wir das Ganze machen, schon bevor die Klasse überhaupt existiert. Wir können dann, wenn wir diese Klasse analysiert haben, eine neue Klasse generieren, die dann unser Bilder ist, die ganz normaler Java-Code ist, so wie wir den Bilder vielleicht auch händisch schreiben würden. Und den können wir dann auch einfach benutzen, aber wir müssen ihn nicht selber schreiben. Und das ist quasi das Ganze, was sich dahinter versteckt. Auch bei statischer Metaprogrammierung haben wir natürlich Vor- und Nachteile bei dem anderen. Aber der erste Vorteil ist, wir brauchen, damit es funktioniert, keine Laufzeit-Reflections. Klar, es gibt einen Fall, und das sind Private Fields und Private Methods. Brauchen wir immer noch Reflections, aber die können wir auch einbauen in den Code, den wir generieren. Egal, ich komme, geht zu weit. Aber wir brauchen keine Laufzeit-Reflections, damit das Ganze funktioniert. Wir erhöhen die Performance in dem Kontext schon signifikant. Der kleine Punkt mit Finde aller notwendigen Klassen, der so eine unglaublich komplexe oder unglaublich hohe IO-Operation war, der fällt runter von N plus M IO-Operationen auf nur eine, weil wir Klassen in Service-Files lesen können, die wir mit einer IO-Operation auslesen können. Wir brauchen oder wir können auch mal wieder seit langer Zeit den Access Controller anschalten, da der Annotation Processor auf unserer Maschine oder in der Pipeline, der Build-Pipeline oder sonst irgendwo läuft, den Code generiert und der Code existiert dann. Das heißt, der Access Controller kann angeschaltet werden, zum Beispiel in der Bank, die ihre Kundendaten nicht machen wollen, und alles ist super. Wir haben ein sehr klassisches Fail-Fast-System. Wir können direkt dem Compiler sagen, hey, hier ist ein Fehler, wir wollen das nicht. Und bevor wir in dem die Applikation starten, sehen wir schon in unserer IDE oder durch den Compiler, hey, da ist ein Problem aufgetreten. Und wir können direkt beigehen und können sagen, okay, irgendwas ist hier falsch, irgendwas ist hier anders. Das mit IDE hängt so ein bisschen davon ab, welche IDE man benutzt, aber im Prinzip sowas wie zum Beispiel Eclipse ist da super. IntelliJ hängt da noch so ein bisschen hinterher, in Anführungszeichen. Aber im Prinzip, wir intersecten den Compiler, die IDE speichert die Datei automatisiert und jagt sie nochmal selber durch den Compiler und dann taucht so ein Fehler auf. Und dadurch, dass wir diesen Code direkt wirklich erzeugen und nicht irgendwie zur Laufzeit da Bytecode in den Classloader injecten und irgendwelche Sachen machen, wenn Sachen da sind, können wir direkt reingucken und sagen, was macht der denn da gerade? Ach, der macht da einen Null-Check. Das geht nicht. Nachteile von statischer Metaprogrammierung sind auch hier, dass wir gegebenenfalls einen höheren Wartungsaufwand haben.
Da wir hier direkt mit klassischem Java-Code arbeiten, können wir tatsächlich klassische Entwurfsmuster anwenden, zum Beispiel Factory Pattern oder Strategy Pattern, können wir relativ simpel nutzen, um den Code auch hier effizienter zu machen, aber wir müssen es tun. Wir können auch hier sehr, sehr leicht Wegwerfcode schreiben. Ein weiterer Nachteil ist, und das ist wie bei dem anderen Beispiel von, wo es ein halber Nachteil war, hier ein halber Vorteil. Wir haben keine Verarbeitung oder wir können keine dynamischen Metadaten verarbeiten. Also das heißt, alles, was zur Laufzeit erzeugt wird, darauf haben wir keinen Zugriff. Wir müssen die Sachen zur Compile-Time vorliegen haben. Und das macht sowas wie zum Beispiel die Anbindung an Spring unglaublich problematisch. Dass Spring in der Startup-Zeit sehr viele Klassen erst erstellt, zum Beispiel Proxys. Und es hat Klassen im Class-Path nur dazu da sind, um in der Startup-Zeit Klassen zu erstellen, die dann in der Runtime verfügbar sind. Wenn allerdings zum Beispiel ein Framework beigehen würde und sagen würde, hey, wir machen das Ganze jetzt für unser Compile-Time, das Auflösen von Framework und so weiter, dann wäre das Ganze sehr viel eleganter. Wir könnten auch sehr viel leichter anbinden. Ich habe vorhin in dem Beispiel die Annotation die Policy Source genommen. Wir könnten das erweitern auf die Policy Class. Dann wäre die Annotation, die wir verwenden, noch in der gepackagten Jar von unserer API, welche auch immer wir benutzen wollen, da, und eine weitere API, die auch darauf aufbaut, könnte wieder irgendwas mit diesen Annotationen machen, aber braucht sie halt nicht erst zur Laufzeit. Das heißt, wir können die Informationen dann zur Laufzeit auch verwerfen, wenn wir wollen. Und natürlich können wir auch Runtime nutzen, das ist Class und Source implikativ. Was wir auch leider nicht machen können, ist bestehenden Source Code manipulieren. Das ist etwas, was ich mir persönlich gewünscht hätte, weil der Code sowieso in AST-Repräsentation vorliegt, aber es ist durch die API nicht unterstützt. Steht hier der kleine Punkt eigentlich, und dem einen oder anderen wird vielleicht Project Lombok ein Wort sein, die nutzen nicht offiziell unterstützte API-Teile, die im Hintergrund genutzt werden von Java-Code selber, um genau das zu erreichen. Wer kommt von den beiden denn nun zuerst ans Ziel an? Und kleine Spoilerwarnung, es ist nicht der Hase, aber das gucken wir uns gleich mal an. Ich gucke zuerst wieder auf die Fragen. Da sind tatsächlich auch welche. Ja. Also eine. Ja. Ja, von Olaf. Ich schließe die Frage einfach mal vor. Ich weiß nicht, ob sie in der Aufnahme drin ist. Wenn die Metadaten verarbeitet werden, bevor die Klasse existiert, wie performant ist das? Hört sich an, als könnte das sehr gut laufen. Das ist um ein Vielfaches performanter. Zum einen, weil die Metadaten, also ich gehe jetzt davon aus, dass du mit Metadaten, ich bin mir nicht ganz sicher, abhängig davon, mal so ausgedrückt. Wenn du mit Metadaten meinst, dass die Klasse bereits zerlegt ist in ihre Einzelteile, ja, wir können durch diesen AST, wir können durch diesen AST iterieren. Wenn zum Beispiel eine Methode annotiert ist und wir wollen etwas dann mit der Klasse machen, relativ simpel, wir gehen in den Baum eine Struktur höher. Es ist sehr viel einfacher als in Reflections, besonders weil wir ganz normalen Java-Code nutzen. Der Compiler ist genauso ein Java-Code aufgebaut wie alles andere. Das heißt, wir gehen dabei und wir gehen einfach hoch. Wir müssen nicht irgendwelche dynamischen Sachen analysieren, sondern es ist alles quasi statisch dynamisch. Aber auch das Auslesen von den Annotationen ist in diesem Kontext auch relativ simpel. Das läuft ziemlich gut, um das vielleicht kurz abzukürzen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Vielleicht können wir da nachher drüber nochmal reden. Gab es sonst noch irgendwelche Fragen zu dem letzten Teil? Nee. Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal das Rennen des Jahrhunderts an. Und beim Rennen des Jahrhunderts treten an der Hase gegen der Igel. Der Hase beginnt. Der Hase steht am Startziel und möchte seine übliche Strecke nochmal durchtrainieren. Was macht er dazu? Okay, er beginnt, er rennt los, er hat unglaublich starke Muskeln und rennt über den gesamten Class-Path. Er macht seine N+MIO-Operation, liest alle Metadaten raus und in diesen Daten sucht er dann nach annotierten Klassen, also nur noch den Klassen, die wir tatsächlich brauchen, speichert die, was er ziemlich simpel kann, und analysiert die. Das heißt, er nimmt diese Metadaten und zieht sie raus. In dem Fall, indem er die ganzen Sachen in den Class-Loader lädt und dann tatsächlich aus dem Class-Loader rausholt. Aber rennt weiter und rennt weiter und baut dann auf Basis von diesen Metadaten Proxy-Klassen auf, die auch selber eigene Klassen sein können,
rennt weiter, speichert die, was wieder super simpel geht, sucht dann das Wiring raus, was schon nicht mehr ganz so simpel ist, weil er muss irgendwie gucken, welche Klasse gehört zu welcher anderen, löst die Abhängigkeiten damit auf und kommt im Ziel an. Unser Hase hat hier ein stark vereinfachtes Beispiel von einer Spring-Applikation, die gerade hochfährt, einmal durchlaufen, aber kein Problem. Er ist so stark durchtrainiert, kommt locker am Ziel an. Unser Hase fordert nun also den Igel heraus und beide stehen am Ziel. Der Hase und der Igel warten auf das Startsignal, das Startsignal kommt und der Hase rennt los, aber der Igel bleibt stehen. Und am Ziel begibt sich ein anderer Igel langsam aus dem Baum heraus, ganz langsam. Denn während der Hase seine übliche Strecke rennt, den Glaspath liest, guckt der Igel, der am Ziel liegt, einfach um die Ecke, liest diese eine Service-Datei aus und rennt gemütlich weiter, baut dann das Wiring auf, was für ihn auch sehr simpel ist, weil er muss nur noch tatsächlich einen Java-Code aufbauen. Und der Hase biegt um die Ecke und sieht, dass der Igel schon am Ziel ist, was ihn natürlich ziemlich aufregt. Der Igel hat nun seine List genutzt und Annotation Processing betrieben, Spoiler, Annotation Processing betrieben, um diesen gesamten Prozess des Startups zu vereinfachen. Und das hat er ungefähr so gemacht. Und das ist eine abstrakte Repräsentation. Ich habe mal angefangen mit sowas in der Richtung. Das könnt ihr auch gerne angucken und versuchen weiterzutreiben. Aber sowas in der Richtung in der Art stark vereinfacht passiert da. Wir haben zur Compile-Time, finde alle annotierten Klassen. Ist sehr simpel. Der Compiler hat diese bereits vorliegen. Wir fragen einfach, hey Compiler, gib mir doch mal die Klassen, die annotiert sind. Sagt, ja klar, habe ich dir schon vorbereitet. Hier, viel Spaß damit. Wir gehen darüber. Was in diesem Fall auch nicht alle Klassen sein müssen, anders als zum Beispiel bei Spring, was hochfährt, wo es alle Klassen durchgehen muss, um vielleicht die eine geänderte Datei zu finden, können wir hier, wenn wir nur eine Datei kompilieren, taucht auch nur diese Datei hier auf. Dann analysieren wir die Klassen, Metadaten. Das ist in diesem Fall, wie bereits in der Frage auch schon angefragt, ja, es ist schneller oder ein kleines bisschen schneller als tatsächlich zur Laufzeit, weil wir sind in einer JVM-Instanz. JVM-Instanz läuft ganz normal mit dem JIT durch. Das wird relativ wegoptimiert. Dann lösen wir alle diese Dependencies auf. Also das heißt, die Abhängigkeiten zwischen den Klassen. Was in diesem Fall, wenn wir nochmal mit zurückgehen, Resolve Dependencies war der letzte Schritt vom Hasen. Wir können das an dieser Stelle hier schon machen. Wir gehen einfach durch den AST durch, gucken uns den Typ an und gucken uns an, welche anderen Typen referenziert er. Gehen zu diesen Typen im AST, also hoch und wieder runter und haben sie dann. Dann kreieren wir die Proxy-Klassen. Das ist mit dem Java Poet, was ich vorhin mal erwähnt habe, zwar eleganter als Bytecode zu schreiben, als literally Bytecode zu schreiben, aber es ist halt trotzdem etwas, was wir machen müssen. Und speichern diese Instanzen. Was meine ich damit? Wir schreiben diese Instanzen tatsächlich in den Classpath als generated source oder in den Output, sagen wir es mal so, als generated source. Damit liegt diese Klasse tatsächlich vor. Der Compiler findet diese Klasse, er liest sie wieder ein, aber auch da stellt die API eine Schnittstelle bereit, wie wir das machen können. Und dann ist alles, was wir zur Runtime machen müssen, nur noch in unsere Service-Datei zu gucken. Hey, welche Klassen sind von zum Beispiel Provider, haben wir da? Und, oh ja, okay, gib mir mal alle dafür. Und dann kreieren wir das Wiring, indem wir sagen, gut, Provider, gib mir da eine Instanz. Mehr brauchen wir da nicht zu tun. Alles andere ist bereits geschehen. Das ist jetzt also die Frage üblich, die an dieser Stelle absichtlich etwas provokativ formuliert ist. Ist statisch besser? Und wie wir jetzt sicherlich durch den gesamten Vortrag klargemacht bekommen haben, ist die Antwort darauf eindeutig, hängt davon ab. Es gibt kein pauschales Ja und kein pauschales Nein auf diese Antwort. Nur ein, wann sollten wir was benutzen? Und dieses, wann sollten wir was benutzen, beim Hasen mit seinen starken, durchtrainierten Muskeln, mit seinem hochoptimierten Workflow für seine Reflection-Zugriffe, den können wir sehr gut dann benutzen, wenn wir Elemente erreichen müssen, die wir sonst nicht erreichen können. Das sind zum Beispiel Private-Variablen oder Final-Variablen, wenn wir die denn in irgendeiner Art und Weise setzen müssten. Oder aber auch bei dynamisch veränderten Metadaten. Wie ich aber vorhin schon gesagt habe, ist dieser Punkt mit den dynamisch verändernden Metadaten die Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Wir haben nur dann dynamisch verändernde Metadaten, wenn wir Code schreiben, der dynamische Metadaten erzeugt. Oder dynamisch Metadaten erzeugt.
Das heißt, zusammengeführt, der Haupteinsatzpunkt für Reflections ist sowas wie zum Beispiel für IDEs. IDEs, die keine Ahnung haben, welcher Code wann, wo, wie, weshalb, warum ist. Und die aber trotzdem irgendwie durchgehen wollen, okay, wie hängt das miteinander zusammen? Und die nicht jedes Mal den kompletten Code kompilieren, wenn wir auf eine Datei öffnen und dann das gesamte kompilierte Prozess speichern. Bei denen ist das sehr gut aufgehoben. Oder Debugger. Debugger, die nach dem Prozess des Kompilierens eingesetzt werden, um darauf zu gucken. Bei denen ist das sehr gut aufgehoben. Wann sollten wir die statische Methode nutzen? Also die List von dem Igel. Naja, wenn man drüber nachdenkt, in allen anderen Fällen. Wenn wir etwas mit direktem Code lösen können, warum lösen wir das dann nicht mit direktem Code? Also im Prinzip, wenn wir das lösen können mit richtigem Code, dann, ja, sollten wir das auch tun. Aber leider ist die dynamische die am häufigsten verbreitete Variante. Es gibt es länger als die Annotation Processing API, die seit Java 6 im JDK ist. Don't quote me on that. Ich glaube, seit Java 6 im JDK ist. Und ist halt verbreiteter. Man müsste den Switch machen und man müsste tatsächlich beigehen und alle Frameworks, die in irgendeiner Art und Weise auf zum Beispiel sowas wie den Spring DI aufbauen, auseinanderpflücken, das Spring DI verändern. Das kostet halt Aufwand. Aber es ist es wert. Warum sage ich einfach so, das ist es wert? Naja, da kommt Quarkus ins Spiel. Oder aber der Igel in freier Wildnis. Ich gucke noch einmal nach den Fragen, ob wir Fragen haben. Nein, keine Fragen. Okay, gucken wir uns doch mal einen Igel in freier Wildbahn an. Quarkus. Zuerst einmal für alle, für die das ein komplett neues Wort sein könnte, was ist eigentlich Quarkus? Quarkus stellt sich selber dar als Supersonic Subatomic Java. Und einer der Leitsprüche, die man auf ihrer Website findet, ist Amazingly fast boot time, incredibly low RSS memory, offering near instant scale-up and high density memory utilization in container orchestration platforms like Kubernetes. Im Prinzip auch hier so ein bisschen wie ein Buzzword-Bingo zusammengefasst. Sie verbrauchen wenig Speicher und fahren sehr schnell hoch, sind sehr schnell. Das sind nicht nur irgendwelche Behauptungen, die rein in den Raum gestellt werden, sondern das belegen sie auch mit Zahlen direkt auf der Website. Wir lassen einmal kurz den grünen Teil weg, auf den komme ich gleich zu sprechen. Aber wir sehen hier in diesem Bereich und hier in diesem Bereich, wie sich Quarkus im Gegensatz zum traditionellen verhält. In diesem Fall gemacht mit einem Cloud Native Stack. Quarkus verbraucht bei dem simplen Beispiel von dem Cloud Native Stack bereits nur noch die Hälfte vom Speicher. Und wenn man sich die First Response Time anguckt, dann ist es noch ein krasserer Unterschied. Es fährt viermal, fast fünfmal so schnell hoch wie das traditionelle Cloud Native Stack. Entschuldigung. Aber damit nicht genug. Quarkus stellt auch noch native Images bereit. Also das heißt, Code, den wir bauen oder den wir schreiben, wird in ein natives Image überführt, was wir einfach ausführen können. Und dieses Image ist noch schneller, es ist noch kleiner. Und in diesem Fall wirklich signifikant. Also der Unterschied von 0,016 Sekunden zu 4,3 ist schon krass. Ebenfalls, dass es nur ein Zehntel so viel Speicher verbraucht wie das Original, der Originalcode. Da bleibt effektiv eine Frage offen. Und ich glaube, die ist an dieser Stelle jetzt fast schon eine Fangfrage, hätte ich fast gesagt. Wie machen die das? Auf ihrer eigenen Website oder was in diesem Fall geschrieben, auf ihrer eigenen Website schreiben sie, Entschuldigung, we call compile time boot. Okay, könnt ihr irgendwie so ein bisschen an den Igel rangehen. Vier Unterpunkte definieren sie dazu. Das erste ist First Class Support for Graal and Substrate VM. Das ist ein wichtiger Punkt. Diese native Images vor allem sind stark darauf ausgelegt, dass sie in Graal vor allem sehr, 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 sehr schnell laufen können. Diese nativen Images führen sie auch als letzten Punkt auf, Native Image Preboot. Und das ist so ein bisschen das Verfahren, was sie hinter den Native Image nutzen. Im Prinzip fahren die schon, bevor die Applikation hochgefahren wird, die Startup-Time einmal durch.
Also sie gucken schon zur Compile-Time, hey, wie würde sich das ungefähr verhalten? Sie machen das einfacher. Die zwei mittleren Punkte sind allerdings sehr interessant, nämlich einmal Build-Time-Metadata-Processing und Reduction-in-Reflection-Usage. Und hier guckt unser Igel raus. Build-Time-Metadata-Processing ist genau das, worüber ich vorhin geredet habe. Es geht darum, die Metadaten nicht erst dann zu verarbeiten, wenn wir die Applikation hochfahren, sondern vorher schon die Sachen zu erstellen. Und Reduction in Reflection Usage macht es halt schneller. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber dadurch, dass weniger Reflections genutzt werden, können wir mehr Code optimieren, können wir mehr zuverlässige Aussagen treffen in den Prozess des Kompilierens und können dadurch schneller hochfahren und können dadurch schneller oder halt auch native Images bauen. Und das macht sich halt, wenn man sich die Zahlen nochmal anguckt, wirklich, wirklich bemerkbar. Also Quarkus ist ein Igel in freier Wildbahn. Sollten wir es jetzt alle genauso immer programmieren? Ich glaube, nein. Aber wenn wir APIs entwickeln, warum nutzen wir das dann nicht? Warum nutzen wir nicht statische Metaprogrammierung, sondern dynamische? Und mit dem guten Beispiel von Quarkus würde ich an dieser Stelle übergehen in Fragen. Ja, schönen Dank erstmal. Dann müssen wir, glaube ich, hier die Moderatoren ein bisschen tätig werden. Also eine schriftliche Frage gibt es nochmal von Christian. Ich würde es jetzt aber tatsächlich auch so machen, dass ich tatsächlich auch alle Mikrofone aktiviere und schauen, in welches Chaos wir uns dann begeben. Okay, aber vielleicht erstmal die Frage von Christian. Keine. Jawohl. Christian hat gefragt, statische Gegenwart im Grunde Vorteile bringt. Warum hat es dann so lange gedauert, bis Quarkus, dass es kommt? Warum hat es sich bisher bei Java und anderen Technologien nicht durchgesetzt? Java EE und anderen Technologien nicht durchgesetzt? Ja, ist eine gute Frage. Darüber kann man relativ viel spekulieren. Die API gibt es seit Java 6. Aber es gibt halt sehr viel Code, der bereits auf diesen alten, auf Reflections aufgebaut ist. Also zum Beispiel, sowas wie zum Beispiel Spring, gibt es schon sehr viel länger, als es die Annotation Processing API gibt. Und es fließt unglaublich viel Arbeit damit rein, diesen ganzen Prozess zu optimieren. Schneller. Also es fließt sehr viel Zeit da rein, den aktuellen Prozess zu optimieren. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mit die Anbindung an Spring ist sehr schwierig. Das ist der Grund mit der Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Es ist aktuell relativ komplex, eine eigene Annotation Processing API zu schreiben. Es ist relativ schwer, eine eigene Annotation Processing API zu schreiben, weil der ganze Code erst zur Compile-Time, zur Runtime erstellt wird. Wenn man bei Quarkus zum Beispiel auf die Seite geht, Quarkus nutzt sehr viele customized Teile, nur damit der Code auch schon zur Compile-Time zur Verfügung steht. Deswegen ist vielleicht eine mögliche Antwort, warum es so lange gedauert hat, bis Quarkus gekommen ist. Denn die haben im Prinzip das gemacht, was zum Beispiel Spring-Entwickler die ganze Zeit schon tun, einen statischen Analyzer zu schreiben für diese dynamische Metaprogrammierung. Wenn man zum Beispiel in der IDE guckt, IntelliJ kann einem sagen, so hey, deine Bean existiert nicht, woher weiß IntelliJ das? Und bei IntelliJ läuft ein statischer Code-Analyzer, der guckt, okay, existiert diese Bean irgendwo? Ja, nein, nein, existiert nicht, dann verkriegen wir das rot. Nicht, weil Spring das sagt. Und es gab auch noch eine zweite Frage von Christian Mansart. Okay, wie ich den einzelnen Schichten? Also ergibt es jetzt Sinn, wo wir immer mehr auf kleine Microservices gehen, wirklich Sinn, wenn die einzelnen schlicht kleiner und schneller werden? Meiner Meinung nach schon. Aus welchem Grund? Wenn man sich zum Beispiel Kubernetes anguckt, ein Kubernetes-Cluster reagiert ja auf Workload und man kann sagen, hey,
Okay, vielleicht ein Kunde ist egal. Die Microservice-Architekturen, die reagieren ja auf Workload und sagen, okay, jetzt gerade sind super viele Nutzer aktiv. Ich brauche viel mehr Instanzen von diesen Microservice. Und wenn der Microservice in, wie wir es vorhin gesehen haben, 0,9 Sekunden oder noch krasser mit den nativen Images 0,014 Sekunden hochfährt, ist das ein ganz anderer Unterschied, als wenn es 5 Sekunden braucht, um hochzufahren, in dem Moment, wo vielleicht schon dieser Workload vorbei ist. Es gibt auch noch eine Runterfahrt, eine Boot-Down-Time, aber es ist nicht so wild. Also wir können so viel, sehr viel schneller auf großen Workload reagieren, als wenn wir das irgendwie erst in wenn wir das in großen Applikationen machen. Also klar, Microservices sind von Natur aus schon kleiner, logisch, deswegen auch der Name, aber trotzdem können die so sehr viel schneller reagieren.